Am 5. April 2017 fand in den Räumen des Generator Hostels in Berlin-Mitte ein Multiplier-Event im Rahmen des internationalen, EU-geförderten Kompass-Projektes statt. Das Projekt beruht auf einer zweijährigen, sogenannten strategischen Partnerschaft im EU-Bildungsprogramm Erasmus+ und wird durch die Europäische Union gefördert. Insgesamt sind Einrichtungen aus 5 europäischen Staaten an diesem Projekt beteiligt. Ziel der Projektpartner aus Deutschland, Italien, Kroatien, Bulgarien und Rumänien ist es, einen Beitrag zum Aufbau gerechter, sozialer und ökologisch nachhaltiger Gesellschaften zu leisten. Städte im Wandel bedeutet Veränderung. Durch Kompass sollen in ganz Europa junge Akademiker wie zum Beispiel Architekten, Geografen und Landschaftsplaner an der Umwandlung von Brachflächen und Altindustrie im Sinne sozial-ökologischer Nachhaltigkeit mitgestalten. Mein Name ist Jennifer Schäfer, zu meiner Rechten steht der Herr Uwe Salzmann. Wir sind beides Geografen von der Humboldt-Universität hier in Berlin. Und ich bin jetzt seit mittlerweile 6 Jahren internationale Projektmanagerin bei Europanurat. Das ist ein Bildungsträger hier in Berlin, der sich auf EU-Projekte spezialisiert hat und der Teil der Stiftung Rome-Schule mit Sitz in Hamburg ist. Und ja, gemeinsam mit Uwe Salzmann bin ich jetzt seit 2015 in dem Kompass-Projekt tätig. Wofür steht denn überhaupt die Abkürzung Kompass? Also Kompass heißt ausgesprochen Competences for Agencies for Sustainable Site Conversion, also zu Deutsch Kompetenzen für Träger der nachhaltigen Umwandlung von Flächen und Gebäuden. Das Projekt selbst beruht auf einer zweijährigen sogenannten strategischen Partnerschaft im Rahmen des EU-Bildungsprogramms Erasmus+, wird also durch die Europäische Union gefördert. Und insgesamt sind Einrichtungen aus 5 europäischen Staaten an diesem Projekt beteiligt. Das heißt, neben Deutschland in Form von Europanurat, also jetzt von uns, kommen unsere Projektpartner, die auch heute da sind, aus Italien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien. Und um was genau geht es jetzt eigentlich bei diesem Projekt? Das Kompass-Projekt möchte als übergeordnetes Ziel einen Beitrag leisten zum Aufbau gerechter, sozial und ökologisch nachhaltiger Gesellschaften. Die Projektidee selbst geht auf das Jahr 2014 zurück und auf unsere italienischen sowie rumänischen Projektpartner, mit denen wir bereits vorher in einem anderen EU-Bildungsprojekt zusammengearbeitet haben. Ziel von Kompass ist die europaweite Förderung partizipativer und ökologischer Umwandlungsprozesse. Denn europaweit wandeln sich die Städte. Also im Zuge des strukturellen Wandels sind massenhaft Altindustrie und Brachflächen entstanden. Und diese gilt es im Sinne der Nachhaltigkeit umzugestalten. Gleichzeitig aber gibt es in ganz Europa viele junge Akademiker, zum Beispiel Geografen, Landschaftsarchitekten, Landschaftsplaner und so weiter, die von Arbeitslosigkeit und prekären Arbeitsbedingungen betroffen sind. Und das Kompass-Projekt hat es sich zum Ziel gemacht, diese beiden Aspekte zusammenzuführen, um die vorhandenen Potenziale sinnvoll zu nutzen. Im Zentrum des Projektes steht also kurzum die Schaffung eines neuen Berufsbildes, des sogenannten Beraters für nachhaltige Umwandlung. Zu diesem Zweck haben wir im Laufe des ersten Projektjahres einen Pilotkurs entwickelt, der sich aus 8 Wochen Online-Theorie und einem daran anschließenden Feldpraktikum vor Ort zusammensetzt. Der Kurs selbst wurde im Zeitraum Oktober 2016 bis Januar 2017, also noch ganz frisch, parallel in Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Italien und Rumänien erstmals durchgeführt und insgesamt von die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchlaufen. Daneben haben wir uns, also alle Projektpartner in ihrem jeweiligen Land, förderungswürdige Vorzeigeprojekte im Bereich der ökologischen Umwandlung ausgeguckt und zu diesen Fallstudien Videos produziert, um das Thema öffentliche Umwandlung einerseits den Akteuren des Umwandlungssektors
andererseits natürlich aber auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und nachdem wir uns dann jetzt im Herbst 2015 in Zagreb, Kroatien, im Winter 2016 in Sofia, Bulgarien und zuletzt im Herbst 2016 im schönen rumänischen Transsilvanien in Cluj-Napoca getroffen haben, kommen wir nun heute und hier in Berlin zusammen, um unser innovatives und richtungsweisendes Projekt der Öffentlichkeit, also allen Ihnen hier im Saal, zu präsentieren. Ja, kurz zum Programmablauf. Also dieses Multiplier-Event soll Ihnen sozusagen die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse unseres Kompass-Projektes näher bringen und wird das Ganze zudem am heutigen Nachmittag auf die Umsetzung auf der Berlin-Ebene sozusagen runterbrechen. Die Veranstaltung gliedert sich demzufolge in zwei Teile, das heißt sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Am Vormittag präsentieren die europäischen Projektpartner in englischer Sprache das Projekt an sich. Und nach der Mittagspause, in der Sie sich mit einem kleinen Imbiss stärken können und netzwerken können, legen wir den Fokus dann, wie gesagt, auf Berlin und damit auf zwei hochaktuelle Fallbeispiele. Zum einen werden uns unsere beiden Kompass-Teilnehmer Alexander Kujus, Landschaftsarchitekt seines Zeichens, und Theresa Martens, Geografin, ein von Ihnen beiden erarbeitet, oder von fünf Teilnehmern vielmehr, erarbeitetes sogenanntes Project Proposal, also zu Deutsch Umnutzungskonzept, zur alten Münze hier in Berlin Mitte vorstellen. Und zum anderen wird uns die Frau Elisabeth Grün mit ihrem Mauergarten ein Gardening-Projekt im Wedding, also in Neumitte, sage ich mal, vorstellen. Als letzten Tagespunkt möchten wir dann im Rahmen der von meinem Kollegen Uwe Salzmann moderierten Podiumsdiskussionen mit Experten aus Ihren Kreisen gemeinsam der Frage nachgehen, die ja auch Namensgeber für unsere heutige Veranstaltung ist, nämlich inwieweit die Umwandlung von Städten ein realistisches Potenzial für die Schaffung neuer Jobs in diesem Bereich bietet. Bevor ich nun an meinen Kollegen Uwe Salzmann übergebe, möchte ich mich kurz bedanken. Und zwar bei Ihnen, liebe Gäste, dafür, dass Sie, wie bereits erwähnt, heute so zahlreich und vor allem auch vielschichtig hier erschienen sind. Ich möchte mich bedanken nochmal bei unseren europäischen Projektpartnern, dass Sie, wie gesagt, die weite Anreise auf sich genommen haben, um mit uns gemeinsam das Projekt zu präsentieren. Sehr zu Dank verpflichtet bin ich natürlich meinem Kollegen Uwe Salzmann, mit dem ich jetzt nur schon seit anderthalb Jahren und mit ganz viel Spaß an der Arbeit in diesem Projekt zusammenarbeite. Aber auch unseren beiden Damen vorne, Renate Großkopf und Jana Stach, möchte ich ganz herzlich danken dafür, dass sie uns heute tatkräftig bei diesem Event hier unterstützen. Ich bedanke mich zudem bei Janine Welz und Andreas Ketz-Jura hier vom Generator Hostel, denen wir diesen schönen Veranstaltungsraum inklusive leider etwas verspäteter Technik und dafür hoffentlich einem umso leckereren Catering zur Mittagspause verdanken. Danke sagen möchten wir auch Carsten Antvogel und Klaus Janczewski von ZimData, die das ganze Event heute filmen werden. Und nicht zu vergessen dann auch die Renate Baumert und Johannes Hampel vom Global Sprachteam, die zwar jetzt noch nicht anwesend sind, aber dann nach der Mittagspause das deutsch-englische Dolmetschen sozusagen der deutschen Eventteile für unsere Projektpartner übernehmen werden. Damit wünsche ich uns allen eine spannende Veranstaltung, räume sozusagen das Feld und überlasse meinem Kollegen Uwe Salzmann, von dem Sie jetzt schon ganz, ganz viel gehört haben, die Bühne. Vielen, vielen Dank. Ja, danke Jennifer. Ich möchte mich deinen Worten anschließen und den Dank auch nochmal wiederholen. Aber ich möchte auch noch zusätzlich mich ganz besonders bedanken bei dir, Jennifer, für die Zeit, die wir hier zusammengearbeitet haben und noch weiter zusammenarbeiten werden. Gut, jetzt haben wir ganz viel Deutsch gesprochen und unsere lieben Gäste aus unseren Partnerländern haben wahrscheinlich nichts verstanden. So now I'm going to switch the languages, so that you might understand something. So I try my very best school English. So let's start with the program. At first, I would like to give a warm welcome to my dear colleagues from Zagreb, Croatia. This is
Petra Andrich and Daniel Rudick. They work for the Society of Sustainable Development Design in Zagreb, Croatia. It's also called DOOR. Now Mrs. Andrich will tell us now about best practice examples of sustainable regeneration from EU and a presentation of short films, as far as I know. So I would like to give the microphone to Petra Andrich and a warm welcome for you. Welcome in Berlin. Thank you. Thank you. Can you maybe hear me? No, you cannot hear me without the microphone. Okay. Hello, everyone. It's really nice to see you all here. Thank you, Uwe, for presenting me. Thank you, Europanorad, for organizing all this. My colleague Daniel and I came to Berlin only yesterday, and by walking shortly through the city, realizing how many, very many things are happening here every day, it's a real privilege to have you here. Choose us for today. As for the project we are here today for, to tell you a little bit about the context and what made us start the whole project. So on a broader global scale, two things were happening, or one of the economic, one was the economic, the occupational crisis that was peaking at the time of the project idea started, and the other one is the ongoing environmental climate change crisis. The idea for the project itself came from our Italian partners, ASUD. They were the main initiators of this project. So on a more specific, more minimal scale, the problems that we were trying to face, trying to address, was the rising unemployment. It probably wasn't so hard in Germany, but at that time in other EU countries and other countries from which the partners of this project are, the unemployment was really high. It was also really hard for the young people who graduated from college to get their first job. And also it was a problem from some older professionals who have lost their jobs due to the financial crisis. It was a problem from them to re-enter the market. I won't talk in detail about each of the films, as the idea is that you see each of them today as part of our presentations. So each of the partners, when showing you the their presentation, will also show you their short film. So in brief, the topic of the Italian case study was territory conversion techniques from the ecological crisis to the ecological conversion of territories. It was produced by partner organization ASUD, and it depicts the Italian community, Melpignano. It's a small town in the south of Italy, and they created an energy cooperative, a community cooperative, that is installing the photovoltaic panels within the community, so for renewable energy production, and also the money from selling the electricity to the grid is then reinvested in other sustainable interventions, other sustainable solutions. So the money stays in the community and is being recycled in a sustainable way. What the film's main goal was to show that
when people actively work in their local communities and when they cooperate mutually and with representatives of local authorities, then this can create radical local change. How did you finance the all the optimization of the heating system of the electricity and so on? How was it financed? Basically, this is what was shown in the film is what we have asked them about the financing. So it was on behalf of the city to invest in it. And I'm not sure if they got any finances from, maybe you remember, from the EU. No. But for example, in Croatia, one of the priorities for the integrated territorial, one of the priorities is the abandoned military buildings to be regenerated. So in the future, I think these kind of projects will look for funds from this EU initiative, integrated territorial investments. Thank you. Hello. My name is Simeon Topczyski. I'm from Bulgarian Development Agency. I will briefly tell you about my organization. It's a non-governmental organization dealing with non-formal education, vocational training, and we also support regional development. We work with almost all municipalities in Bulgaria, trying to help them in various projects and providing expertise in the fields of IT, regional development when it is possible, and European projects too. There is a big interest in Bulgaria about participation in various kinds of European projects on a municipality or regional level. So. Quite a lot about us could be found on our website. I don't want to use all the time to tell about the organization. Now we'll tell you one story about a conversion project that has taken place already in Bulgaria, in Sofia. And I have to say, although it's not shown in the movie, we've seen that that particular trend grows up. I am personally aware of at least three other cities where this conversion is taking place. We'll tell you a little bit later about the financial aspects of this and how the sustainability of this project is done and is growing. And of course, my colleague Lubomira will tell you a little bit more about the movie and the training that has we have done, but for my big surprise when we called for the pilot training on the Compass course, I expected only young people to have interest, and we had the interest from even professionals from different municipalities, which took the time on their own expenses to come to Sofia to conduct the training, to do the planning, to meet with the mayor. And generally, the interest was very, very big. And I expect a good results and continuation after that project. Now I give the microphone to Luba to tell you a little bit more. Well, and now maybe you're all wondering about what this have to do with the European labor market. And the question is that basically this is just one of the examples in the way that the labor and the notion of labor is changing. And basically the idea we have is, so to say, hard professions such as architect, engineer, is basically shifting because there are more and more cases in which you would need
a complex competence skills person who is going to perform not only the technical part, but also have his soft competences, et cetera, et cetera. That is why one of the initial steps which we took when we were developing the Compass project was just to point which are these areas in which a complex set of skills is needed in the sustainable conversion sector. Yes, full stop. So the thing is that we have made a survey with more than 100 respondents trying to figure it out what is it that this person which should have as skills in order to operate in this sector. And that is why we have asked many experts coming from the architecture sector, energy, environment, and so on, in order for them and ask them about what is their opinion on this type of profession. And the interesting fact is that even though 80% of them have confirmed that there is the need of this type of person, still they had absolutely no idea about any form of education or even non-formal training which can provide this type of activities. And that is why we can go one step further and asking, is this thing actually needed at the end? So the thing is that even though on a European level this notion is not so much integrated currently, already on a global scale, there is this question about what is this type of profession in the future. For example, the United Nations, they are speaking about this type of green job, which covers all the ideas of sustainability. And then the other, and that is how this project basically goes so one step further in pinpointing this type of figure and finding out which kind of competences which they need in order firstly to adapt better in the rapidly changing market and secondly from the European point of view to promote this type of professions which are obviously needed in today's sense. And yes, I guess that basically this is if you want to, I think that it's better just to go with the questions first about this part, and then we can take about the video. So, yes, questions? And I think that from social point of view, the acceptance of the people is very, very strong factor of the local community. I was wondering in the beginning, because there was also another slide about the three pillars of sustainability. It's a very old concept right now. It's not anywhere gültig. Valid. And that's for because my problem with this project I have a little bit, because sustainability often is right now used for own without thinking about the ecologic point. And right now we are realizing that we have to, ecologic point must be the basic and the rest is on the top. That's why I'm a little bit thinking about also about the three pillars. That's not model in the world of I'm working with, they're thinking about it's. I could turn it to ecology in means that in the cityscape we have something that is rusty usually, doesn't look well, but we need it. We could not remove it from the street. That's something that is in the city planning, and as soon as you want electricity in your home, you have that box installed somewhere on the street usually. So from ecological point of view, I don't know if it provides something for the nature, but for the people being part of the nature, it provides very needed electricity. Now, turning this into a canvas of art or a showcase of art is a good, really good example. And from ecological point of view, it's better to have something that is not rusty and is looking good and people like it, rather than having something there which, yeah, it's in this awful gray paint, usually rusted and dirty.
and this? Yes. Yeah. Okay. Hi, everyone. My name is Lucy. I am an activist from an Italian organization called A Sud, which means to the south or from the south. It's a bit double sense name. We basically work on environmental justice issues. So this is, let's say, our usual focus. And around environmental justice, we're going to work in different kind of disciplines. So that would be climate, that would be what we call in Italian reconversion from industry, from public spaces, in education, formal, informal, so on and so forth. I will talk this morning about our course. So let's say that the pilot course was at the core of the project. Of course, this project was aimed to develop a course, okay? I try to rethink a bit the objective of the course, not just the objective of our project, but what did we wanted to do with such an interdisciplinary course. And finally, let's say that behind this professional kind of training, there is also the will to promote a new form of discipline of training, putting together urban regeneration, but also pushing for more active citizenship from the professionals themselves also, through a strong oriented course for professionals. And we will see how, with the course, we tried to mix interdisciplinarity, so we have, and I will show you the different type of courses we had, different kind of disciplines on one side, but also mixing the theories together with the practice and the field practice. The course online was about 80 hours, developed between the end of October to the end of December last year. And the online course was follow-up with a field practice. So in each city of the project, in Sofia, in Rome, in Zagreb, in Cluj, and in Berlin, we developed experimentations of field practice, where the participants of the online course had to do like physical work. So we helped them out to find specific places in each cities where to develop a project and put them into contact with local authorities on one hand, and citizens and other organizations active in this neighborhood on the specific sites we have been working in. So this has been for them, the field practice has been for them, the opportunity also to apply it, what they have been taught during the online course into a concrete experimentation. And this part, the field practice, has been developed between November up to the end of February, more or less, depending on the countries. We had eight interdisciplinary models, okay? So what the online course was made from were a basic PowerPoint with voice registered, so that helped out for them to follow up and not just read stuff, you know, but also to listen to us. And after the part of the course, let's say, they had readings also and different kind of exercises. So of course, you will see here the different type of contents. The contents are very different from one to another, so also the exercises part were very different depending on what we were talking about. So the first module was about the environmental crisis and ecological conversion, more like to give them a general framework to understand where then to intervene. They had another on social sustainability, GIS mapping, architecture and energy management, participatory urban planning, marketing, business creation and fundraising. So of course the exercises they had to do for these different type of disciplines were very different. Business creation and fundraising, of course, what did they try as an exercise? To build a business plan. So our first module was, as I said, a general introduction on environmental crises, climate crises, so where we are today in the world in terms of environmental and social justice, and what were theories regarding ecological conversion. So it was a mix between getting an overall picture of the world we are living today, on one hand, and on the other hand, what were the main theories of ecological conversion. Finally, business creation and fundraising model wanted to also provide knowledge on the way business ID is structured, how there are different financial organizations, how you can access funding, and how you build, of course, a business plan. And marketing was also to introduce marketing concepts and marketing strategies. And as I said before, this is the specific example of the type of competence that probably architects and engineers
do not learn at universities, at least, I mean, in Italy, this is for sure. To conclude with, this is a little bit what come out from the professional profiles of our curriculum. So let's say we experimented the pilot course. From the pilot courses, we have developing a curriculum, so that gathering all the contents and all the methods we applied to develop this course. And it, of course, identified the professional profile. So the people that had undergone our training should now be able to do all these things. So, of course, to be able to read environmental issues and envision their ecological conversion into this big picture. They should be able to work and coordinate a plural working team, which is another fundamental competence, and prevent conflict, of course, and manage them. To be able to manage and organize all the activities for a project implementation, a kind of a leadership that you should have in terms of this professional figure of the consultant. To be able to identify the needs of the local community with regard with social sustainability and not only. So also, okay, you actually intervene in one neighborhood. How do you build your project in a way that it corresponds to the expectation and the need of the local community where you act in? And they should also be now able to identify the three pillars of sustainability, of course, and be able to use indicators for the assessment of the sustainable regeneration transition activities that they are putting forwards. And they should be able to propose energy efficiency and renewable energy measures for their projects. Also propose sustainable water and waste management measures, to build a map, as we said, to build a business plan, to draw a marketing plan, to know the basis of fundraising and market management, the principle of urban planning, of course, and participative planning in particular, and other main aspects of establishing and financing a company, as well as a GIS participative map. So this is basically what the profile we created, it looks about. What I can say from the Italian experience we had with our participants, it was really interesting to see how one of the success of this pilot was how the content they had on the online course were actually fundamental in the face of the field practice, so where they actually get their hand dirty into working with the local authorities, into working with citizens or other organizations in bringing, developing a project. Most of them had no clue about technical aspect. I'm talking about like architects and engineers, had no clue about marketing, no clue about business plan, no clue about all these very specific kind of competencies that became then fundamental, in particular when you want from this course then create a collective of architects rather than a company or other forms of group work. And we really also felt the necessity of the field practice. Like let's say it's something to learn it on from online, from your computer, but when they had to work on their project, it was really, really amazing to see how little they actually know about this kind of dynamic, working with different people, working together with different professionals, relating with local authority. They had no preparation at all regarding how do you relate yourself with the public administration, what you can expect from a local authority and not. So this was, I think, one of the main success in terms of what they had the opportunity to learn through our pilot course. Is the program open source, or how can the people participate in such a program? The program was is not open source now, but then we will put all the contents of the course online after the end of the project. So that will be part, the curriculum on one hand will be online, but it's not the full content, of course. And then as we decided and agreed about among the partnership, we will provide all the training contents online so other people can do it by their own, or it could be replicated further on. I found it really interesting.
And again, like same question as before, what have done the participants of Comfort? Have they been into the project? No. These videos were made before the course, so before we selected the students. This was to be used, of course, to promote the good practices, but also then to be used with the students to show them good examples of practices and inspire them. So there's nothing to do with the field practice part. But will you later on explain something about projects that they did? The field practice, you mean? The participants of the course. There will be a presentation regarding the field practices afterwards. So yeah, they will talk more in details about this. Okay, more questions? No? Oh, yes. First, felicitations for this project at Psychopelle. I had a question still for Ziala, your presentation about the courses. Because in the beginning you was mentioning that it's difficult to motivate people to be interested in sustainability because it's of crisis. It's difficult which image to use. It's a kind of idea. Perhaps you know about the psychology of an environmental. I could tell you, people are interested, could tell later of it. And there are also interesting works about the communication of environmental, how to reach people. People who could be interested and could speak to me after if they want. Great, I will. So, no. Then thank you. Thank you very much. Thank you. So, hello everyone, my name is Pablo, and as you can see there, I work for CHESFOR. I'm project manager there. We are a center for education, professional training, and professional guidance. And within the course, we actually took care of the evaluation of the online course. So today, you've seen Lucy has presented you with the online course itself, and we will cover the evaluation of the performance, students' performance, and what we basically took out from this evaluation. So here's the title, How the Course Worked, the Evaluation and the Lessons We Learned. So here basically I explain you that the course was basically evaluated in two ways, twofold. We first of all did an evaluation of the students' progress through the exercises, the essays they had to complete. And then a second evaluation, which was the overall evaluation, basically, through a questionnaire, which was submitted by, to students and teachers in order to have a comprehensive evaluation of what was the course like, what it felt like, and to what could be improved as well. You can see there more than 25 or 20 were entirely enough, and less than 5 answers were negative. While for the teachers, one of the questions regarding the course contents was the course contents met the learning objectives expected by the project proposal, and we've got 55%, more than 55% of them responding enough, and 44% entirely, so which was a clear positive answer as well. For the second area, we got tools and media. A common question was, which instruments did you find the most effective for learning or teaching, according to the with students or teachers? And we see that, as Lucy told you before, the course was mainly made of PowerPoint presentations, but then there were annexed videos, links, PDF documents, and so we asked which they found the most useful for them, for the learning process. That's the number of positive and negative values, as you've seen now, entirely enough to some extent, or not at all. And for the open questions, we analyzed all the answers and the opinions gathering the similar ones. And through this methodology, we basically developed a SWOT analysis, because as my partners told you before, the aim of the course is to be implemented in the future, so we need to know what was wrong and what was good in order to make it, to improve it and to make it better. Regarding lessons learned, you mentioned that from the evaluation of how the students
fared after the lesson, they indicated lack of feedback and a lack of frequency in the evaluation method. And then you also pointed out that there was a frequent that there needed to be a frequent assessment of performance of teaching. Mm-hmm. Right. And one idea that can bridge both aspects is basically to give time to the teachers to work together in creating their own assessment tools, because the best indicator of teaching performance is actually learning performance. So instead of questioning the students on how much they've learned, because sometimes it's very difficult to formulate as a learner, help the teachers or work as a team to determine, okay, my objective was to teach this, how much of it have the students gained, and how much of it are they able to produce autonomously. And one tool for this is a flipped classroom that really helps the teachers understand how much of the content is being assimilated by the learners. So it's just a suggestion that can bridge, you know, the need for giving more feedback, more availability of the teachers to the students, and increasing the evaluation of the learning, basically, because one thing, one shortcoming of e-learning is often this discrepancy between teaching and learning. All right, thank you. It would be surely taken into account. Was there also the possibility during the practice period to interaction or being in a group to discuss of the experience? Because I think in this moment you would know if you learn something, not by being asked questions before as at school. But in the reality, you have to prove if you know something. So what is your question, actually, if there is... if there was a practice period after... There was a field practice period right after the only Yeah, course. And there was still interaction with the students. They built up groups to discuss, or what was... So the basically, the there was a group, of course, for each country. Two groups, I think, for each country, more than one. And the I have the mic here. And there was a continuous contact. I think Lucy can explain that better. There was a continuous contact with the responsible organization for each country. But of course for any kind of decision. But the main aim was to make them work together in groups. And of course, when they needed to address the local authorities, we were there. So, in any case, the national organization was there. But the main aim was to make them work as a group, as if they were professionals just doing it. So there was interaction to some point between them. More questions? Okay, then thank you very much, Pablo. Thank you. Thank you, Uwe. Okay, so Lucy presented the course online, the 8 modules that we had with our participants. Pablo presented the evaluation of the course. After the online course, our participants had to do field practice. Basically, in each country, the teams, the participants that were the online course, had to develop a field practice. With all the knowledge that they acquired during the course, they had to identify a space, a location for sustainable conversion in their city.
I will present the field practices for Croatia, Bulgaria and Germany, and my colleague will present for Italy and Romania, and we'll follow up with a short movie, as you have seen for the other colleagues, with a project in Romania, a regeneration project that already existed when we started Compass project. Okay, old military hospital. Okay, so this is the space, this is how it looks like. It was built around 1862, but since 1980, no activity there, including lost his founding, resulting in the complex being in a very bad condition, as you can see in the picture, and almost entirely abandoned and unusable. The oldest part of the complex, the street-facing building, is listed in the National Register of Cultural Property, and the idea of the project is to reconstruct the back building and the connecting wing for the implementation of its plans, because the street-facing building is already intended for several education institutions like music and ballet schools. The project proposal focuses on repurposing the former military building hospital based on an intercultural social center model as a new institutional model for the utilization and management of public infrastructure intended for transdisciplinary and transsectoral cultural needs. Excuse me for a second, but social cultural centers are and can be important places for community gatherings and active involvement of local communities in various activities. They are the places of social integration, and through the development of different intercultural programs aimed for different social minorities, they help to achieve their higher visibility in societies, to actively include them in their communities, and to promote their rights. Maybe if my colleagues from Italy had something to add at my presentation, I only will describe a little bit what the participants did. But as you said, there was a template and with a lot of more information. So the first field practice is Passa a Largo, which is located in Largo Passamonti in the second district of Rome. The park is not attractive because it is currently degraded, barely maintained, inhabited by homeless people, polluted and poorly accessible. The participant proposed the project of Participate Urban Regeneration, aiming to convert the park into a dynamic area where people can find a fine-looking and multifunctional place to stay. Nach einigen Präsentationen der Projekte und deren Fortschritten wurde im Generator Hostel zu einer kleinen Pause mit Stärkung geladen. Hierbei konnten Initiatoren, Projektverantwortliche und Interessierte sich näher kennenlernen, netzwerken und weitere Ziele planen und besprechen. Wie schon beim ersten Multiply-Event in Rumänien konnten Experten aus verschiedenen Bereichen ihr Fachwissen austauschen und weitergeben. Die Fortschritte der Projekte innerhalb der Länder wurden in vielen Gesprächen angeregt diskutiert. Die Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven eröffnete neue Sichtweisen und trug damit zu einem umfassenden und weitreichenden Gesamtbild bei. Wichtige Erkenntnisse in Bezug auf soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit konnten so einer breiteren Öffentlichkeit auf angenehme Art und Weise zugänglich gemacht werden. Herzlich willkommen, mein Name ist Theresa Martens, ich bin Geografin und war Teil des deutschen Teams hier in Berlin und wie Uwe schon meinte, wir waren 5 TeilnehmerInnen und zwar einmal Alexander Kujus, Landschaftsarchitekt, dann Nora Einfeld, Architektin, Anna Buchmann, auch Geografin und Sanja Subanovic, Wirtschaftswissenschaftlerin. Also man sieht schon, das war ein sehr interdisziplinäres Team und wir haben versucht, alle Kompetenzen
in unser, in unserer Field Practice mit einzubringen. Wir haben uns mit einem Gebäudeensemble in Berlin-Mitte beschäftigt, und zwar der Alten Münze. Vorweg, das Projekt oder das Konzept, was wir heute erklären wollen, besteht eigentlich nur aus so Handlungsempfehlungen, wie man weiter mit der nachhaltigen Umwandlung dieses Gebäudeensembles umgehen könnte. Und es steht noch kein explizites Konzept, sondern das sind nur so Anregungen, die uns aufgefallen sind, die wichtig sein könnten für den weiteren Verlauf, wenn man dieses Konzept durchsetzen möchte. Alexander Kujus wird jetzt zunächst erst einmal erzählen, um was für ein Gebäude es sich handelt, vor allem ja, die Geschichte des Gebäudes erklären, weil wir die als besonders wichtig empfunden haben, und dann auf die aktuelle Lage in der Liegenschaftspolitik in Berlin eingehen, weil wir dachten, das ist sehr wichtig. Und dies ist eine Folge, dieses Gebäude hier in der Mitte, VEB Münze, jetzt nochmal hier bezeichnet, das war die eigentliche Prägeanstalt, die von den Nazis so geplant wurde. Nun ging es eben 1934 los. Und zwischen 1937 und 1942 wurde dieses Gebäudeensemble dann eben gebaut. Wir haben hier verschiedene Teile. Das Palais Schwerin. Das ist eigentlich hier. Das ist das hier. Steht jetzt gar nicht dran. Also es gibt verschiedene Gebäudeteile. Ich möchte noch mal kurz abkürzen. Das Hauptgebäude ist eben hier in diesem L, das ist vermietet. Unsere Arbeit bezieht sich hier auf diesen Riegel und eben auf die Trägeranstalt, die hier ist. Die Initialzündung für das Berliner Modell war die 2006 ins Leben gerufene offensive kulturelle Bildung. Die läuft bis heute, und das ist eine, ich sag mal, halbstaatliche Institution, die eben die EU-Mittel an die ganzen Projekte verteilt. 90% dieser 400.000 Euro geht in die großen Theater, Opern, haben wir auch zwei von jedem zwei, Ost-West. Da geht der Hauptteil rein, da gehen über 3/4 gehen eben in die großen Häuser, aber 1/4 dieses Geld, das ist wirklich für kleine Projekte, für Start-ups, wenn man irgendetwas machen will, man hat neue künstlerische Ideen, um eben auch kleine Initiativen und vor allen Dingen den Bildungsbereich auch irgendwie mit reinzunehmen und vor allen Dingen bei der Jugend anzufangen. Also ganz wichtige Sache. Und in diesem Berliner Modell, in deren Zentrum steht die aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an künstlerisch-ästhetischen Prozessen. Ziel war und ist die Etablierung langfristiger Kooperationen zwischen Berliner Bildungs- und Kultureinrichtungen. Auch nochmal ein wichtiger Aspekt, ne? Also nicht nur Kunst, der Kunst willen, sondern dabei auch was vermitteln wollen und vor allen Dingen die Jugend mit hineinnehmen. Zur sozialen Nachhaltigkeit, wie ich bereits erwähnt habe, ist die Geschichte des Ortes sehr wichtig. Also wie Herr Kujus auch schon erzählt hat, ist es ein Bau aus nationalsozialistischen Zeiten, und wenn man sich auf dem Gelände bewegt, spürt man, also natürlich spürt man das nicht, aber die Architektur, die wirkt schon auf Menschen. Also es ist schon eine sehr pompöse Architektur, es gibt so drei Schornsteine auf dem Gelände, es gibt verschiedene architektonische kleine Sachen, die stark an den Nationalsozialismus erinnern, auch das Material. Und auch im Innern des Gebäudes lassen sich noch viele historisierende Elemente finden. Also das bezieht sich nicht nur auf den Nationalsozialismus, sondern auch auf die DDR-Zeit. Und da haben wir hier mal zum Beispiel so ein, das ist am Hauptgebäude an der Alten Münze, so ein alter aus DDR-Zeiten noch, so ein Zaun, der zur Überwachung dient. Also hier sind so Streben, und wenn man dagegen gekommen ist, dann ist so die Klingel angegangen. Nur mal kurz, also uns wäre es wichtig, wenn man dieses Gebäude umnutzen möchte, die verschiedenen Epochen, den Nationalsozialismus und die DDR-Zeiten, stark zu berücksichtigen und das auch mit in das Nutzungskonzept einzubringen. Das heißt, und da wir keine GeschichtswissenschaftlerInnen sind, würden wir uns wünschen, dass es ein Symposium mit Fachleuten gäbe, die in diesem Gebäude sich damit auseinandersetzen, was macht man eigentlich mit so einem geschichtsträchtigen Ort und wie kann man den Charme, oder Charme hört sich ja positiv an, aber den Erinnerungsort einfach beibehalten.
Gleichzeitig war es auch sehr spannend, dass zu DDR-Zeiten das Kulturministerium war, ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hattest, die Menschen aber keinen Zugang zu diesem Gebäude hatten. Also da wäre es auch nochmal spannend, mit Zeitzeuginnen zu reden, die leben ja immer noch im Umkreis, um ja diese historische Komponente beizubehalten. Als zweiten, genau, und dann, wie bereits ja auch schon erwähnt worden ist, es ist die zitierte Erklärung des Berliner Senats, den Kunst- und Kultursektor zu fördern. Gleichzeitig wird es gerade schon im Kunst- und Kultursektor genutzt, deswegen haben wir uns dafür entschieden, einen Ort der Begegnung auf Grundlage der Kunst und Kultur dort schaffen zu wollen, um nachhaltig sozusagen sozial einen Ort dort zu schaffen. Und haben dann aber auch noch kein genaues Konzept erstellt, sondern würden uns auch erstmal wünschen, dass es anhand von der Zukunftswerkstatt oder von Treffen von der lokalen Bevölkerung erstmal herausgefunden wird, was eigentlich Kunst und Kultur, was eigentlich gebraucht wird in Berlin. Also dadurch, dass das Gebäudeensemble ja in der Mitte Berlin liegt und nicht in einem Wohnquartier, könnte man das auch berlinweit ausführen und schauen, was eigentlich im Kunst- und Kultursektor gebraucht wird, um nicht nur eine Schiene zu bedienen. Also um nicht irgendwie darin zu enden, dass es am Ende nur teure Ateliers sind oder dass es am Ende nur Kinderprojekte sind in dem Gebäude, sondern dass es sozusagen eine soziale Mischung an dem Ort entstehen kann. Und das könnten wir uns vorstellen, dass es eine Zukunftswerkstatt dazu geben könnte, um zu schauen, was wird eigentlich an dem Ort gebraucht, damit wir das nicht bestimmen alleine. Ja, erstmal Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Jetzt wäre eigentlich der Punkt, wo man Fragen stellen könnte zu dem Film, aber das möchte ich jetzt mal vertagen auf in 15 Minuten später, denn zu meiner großen Freude darf ich die Dame aus dem Film begrüßen, ganz herzlich Elisabeth Grün vom Mauergarten e.V. Und Frau Grün wird jetzt vielleicht ergänzen, was sie gern ergänzen möchte, oder Neues berichten, was passiert ist. Und ja. Ich ziehe mich jetzt zurück erstmal. Ja, vielen Dank, Herr Salzmann, auch für die freundliche Präsentation hier und die Gelegenheit, dass wir den Mauergarten einem internationalen Publikum vorstellen dürfen. Ich brauche Ihre Hilfe noch, weil ich technisch nicht fit bin, Herr Salzmann. Das mache ich für Sie jetzt. Ja, wunderbar. Ich finde es total toll, es gibt so verschiedene Projekte, so viele Ideen für ein neues Berufsbild. Partizipation ist ein großes Stichwort in dem Zusammenhang. Und da lohnt tatsächlich ein Blick in die Entstehungsgeschichte des Mauergartens, denn die ist sehr aufschlussreich als tatsächlich griffiges Beispiel für die Möglichkeiten von Partizipation. Und ich glaube, dieses konkrete Beispiel kann auch helfen, Partizipationsstrategien weiterzuentwickeln, zu verbreiten und auch zu nutzen. Wo muss ich klicken? Da? Da immer. Okay, vielen Dank. Ja, super. Okay. Ja, dann lege ich jetzt los. Die Geschichte des Mauergartens ist eng verbunden mit der Geschichte des Mauerparks. Das ist also Berlin auf einer schönen alten Karte, 1890, so lange gibt es den Garten noch nicht, aber Berlin ist schon älter. Ganz oben, da wo dieses rote Quadrat ist, da befindet sich der Garten heute. Man sieht, da laufen so Linien entlang. Die sieht man auch noch auf einer etwas jüngeren Karte, 1988. Hier auch die Linien, da ist es das grüne Quadrat, was den Mauergarten repräsentiert. Und hier sieht man auch die Mauer, die damals lang lief. Diese Linien, die hier lang führen, bedeuten, da war Bahngelände, da war ein alter Güterbahnhof. Als die Mauer dann gebaut wurde, da legte man auf der östlichen Seite, das ist da jetzt, wo der Streifen ist, und dort auf dieser rechten Seite, von euch aus rechts, da legte man die Grenzkontrollwege an, den sogenannten Todesstreifen. Und auf der anderen Seite, wo sich jetzt das grüne Quadrat befindet, da war ein unattraktives Gelände entstanden. Das gehörte noch der Bahn und es wurde eben an Kleingewerbe vermietet. So fiese Firmen, Autoreparaturfirmen, die Öl in den Boden gelassen haben und dergleichen mehr. Wir holen Wissen in den Garten und wir verbreiten es auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt als Beispiel. Wir haben immer wieder Studenten,
von internationalen Universitäten auch zum Teil, die in den Garten kommen und forschen zu Projekten. Wie geht Partizipation? Wie macht ihr den Klimaschutz? Also eine Fülle von Dingen. Und wir stehen denen Rede und Antwort. Es sind oft sehr, sehr lange Interviews, die uns viel Zeit kosten. Wir haben vor anderthalb Jahren gesagt, nö, wir wollen nicht nur Wissen rausgeben, sondern die sollen das bitte auch zurückgeben. Also wenn die ihre Masterarbeit geschrieben haben, dann kommen die bitte zurück in den Garten und halten mal einen Vortrag von einer halben Stunde oder Stunde, auch vor uns, vor den Gärtnern. Ist auch die Idee, jetzt das Forum zu öffnen, auch vor anderen Urban Gardens. Wir laden inzwischen dazu ein, damit dieses Wissen nicht nur irgendwo anders zirkuliert in Kreisen, die unter sich bleiben, sondern dass es zurückkommt, da wo es herkommt. Und auch die Gärtner erfahren, in welchem Kontext bewegen wir uns überhaupt. Sehr wichtig, diese Sache. Und dazu kooperieren wir auch mit sozialen Einrichtungen im Kiez. Wir haben gerade ein Nachbarschaftszentrum, das ist letztes Jahr eröffnet worden. Die haben eine hervorragende Infrastruktur. Wir können die Räume umsonst nutzen. Ja, das sind dann die Räume für die Vorträge. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie sowas laufen kann. Sehr wichtig sind für uns nach wie vor die Freunde des Mauerparks, weil die uns einfach sehr stark auch geholfen haben. Und auch ganz einfach, also das ist ein Verein, der eben seit anderthalb Jahrzehnten sich dafür einsetzt, dass der Mauerpark als Ganzes vielfältig gestaltet wird, dass viele verschiedene Initiativen dort Raum finden, also der Flohmarkt, dass dort Bäume gepflanzt wurden mit dem BUND, überhaupt, dass der Mauergarten dort sein konnte, eine ganz große Fülle an Dingen. Und die haben ein Konzept, das ich sehr, sehr wichtig finde, das soll jetzt auch den Abschluss bilden. Die sagen nämlich, wir wollen im Grunde genommen die Fertigstellung des Mauergartens nicht als statische Forderung durchsetzen. Also kein Fertigmachen im Sinne von Stadtplanung, sondern gerade die Veränderungen der Randbedingungen und dieses reichen kulturellen Lebens, was drumherum ist um diesen Park, in die Planung immer mit einbeziehen. Und das ist das, was ich im Film auch schon gesagt habe, das ist ein anderes Verständnis von Planung, Stadtplanung. Das ist nämlich der Ort als sozialer Prozess. Das ist für mich ein entscheidendes Stichwort. Ein Garten wächst und gedeiht und genauso, wir sind auch Leben als Menschen und brauchen auch Orte, um zu gedeihen. Und das hilft sicher auch, Partizipation in diesem Sinne hilft sicher auch, unser Zusammenleben im Dialog mit der Umwelt bewusst zu gestalten, auch lebendig zu gestalten und somit das Stadtbild in etwas menschlichere Dimensionen überzuführen. Also konkret von der Autobahntransitstrecke ist es der Weg zum Mauergarten. So sah er aus 2015 oder 2016. Ja, wir Mauergärtner hoffen, dass diese Idee stadtplanerischer Entwicklung und Gestaltung, dass wir die auch künftig so transportieren und verwirklichen, dass sie als eine realistische Möglichkeit der Stadtplanung mit in den offiziellen Kontext aufgenommen wird. Also gerade an Randzonen und Grenzen entsteht ja Neues seit jeher und dafür ist der Mauergarten gewissermaßen ja auch ein Symbol. In dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ist schwierig. Uferfabrik ist ein altes Filmgelände. Im Süden von Berlin gibt es die großen Filmproduktionsstudios. Heinz Rühmann, Marlene Dietrich und so weiter haben da produziert. Und wir in Tempelhof, wir sitzen auf dem alten Kopierwerk. Da wurde also der Film, diese Filmrollen wurden dort hergestellt. Das Gelände ging 65 Konkurs. Und 61 war der Bau der Mauer. Und dann konnte das Kopierwerk nicht mit dem Filmstudios zusammenarbeiten, weil die Mauer dazwischen war. Der eine Part lag im Osten, der andere im Westen. So ging es 65 Konkurs, unser Gelände. Und dann haben wir 1979 dort das Gelände friedlich wieder in Betrieb genommen. Klingt schöner als besetzen. Ne? Und haben da halt ein alternatives Zentrum aufgebaut, ein Zentrum für Ökologie, Kultur und Gemeinschaft hieß das damals. Da waren wir auch noch auf dem Stand, dass Nachhaltigkeit 3 Säulen hat. Heute wissen wir, dass Nachhaltigkeit 4 Säulen hat. Wir haben nämlich in den 90er Jahren dort ganz viel Ökologieprojekte installiert, Solaranlagen, Blockheizkraftwerk, Gründächer, Regenwassernutzung, Biofilteranlagen und. Und als ich das dann der Öffentlichkeit vorstellen wollte, kamen so 20, 25 interessierte Besucher
Und das fand ich irgendwie für die tollen Sachen, die wir da gemacht haben, zu wenig. Und dann habe ich mich erinnert, wir sind doch eigentlich auch ein Kulturzentrum, dann lass uns die Kultur auch nutzen. Und dann haben wir Festivals gemacht, den Leuten zu trinken, zu essen und Musik gegeben. Und siehe da, es waren 3.000, 4.000 Leute an einem Tag auf dem Gelände. Und da konnten wir natürlich hervorragend zwischen den ganzen Essensständen und Infoständen unsere Ökologieprojekte platzieren und den Leuten näher bringen. Also Nachhaltigkeit hat 4 Säulen. Die Kultur ist da eine ganz, ganz wichtige Säule, um den Menschen auch mit Spaß und Freude das weiterzugeben, was für die Zukunft wichtig ist. Vielen Dank soweit. Dann sind Sie ja sozusagen ein Pionier all dessen, was wir hier präsentieren. Eine der ersten eigentlich. Naja, Frau Hensel, Gemeinschaftsgarten Allmendekontur, auch vielleicht ganz kurz. Und das Tempelhofer Feld ist vielleicht auch nicht allen so ganz bekannt. Also die nicht aus Berlin sind oder aus dem Ausland. Ach ja, Sie haben ja das Headset. Genau. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich hätte von diesem Event nichts erfahren, wenn Elisabeth nicht den Urban Gardening-Verteiler letzte Woche die Veranstaltung rumgeschickt hätte. Ich sitze jetzt hier relativ spontan sozusagen. Tempelhofer Feld in Berlin, also das 350 Hektar große Feld, was relativ politische Bedeutung hat, also durch den Volksentscheid 2015 sozusagen per Bürgerbeteiligung gestaltet werden soll, also sozusagen erhalten bleiben vor der Bebauung. Wir sind einer der größten Gemeinschaftsgärten, wahrscheinlich also nicht nur berlinweit, international, auf 5000 Quadratmeter gärtnern wir. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht für die, die es nicht kennen. Das ist nicht alles, also nicht der ganze Garten sind wir, hier sind noch 2 andere Projekte. Ich gebe das einfach mal rum. Darf ich das mal rumgehen? Genau. Ja. Also auf einer sehr offenen Fläche, 5000 Quadratmeter. Also wir sind im Endeffekt 3-4 Mal größer als der Mauergarten. Wir sind 2011 entstanden aus einem Pionierprojekt, also aus der Tatsache, dass das Tempelhofer Feld geöffnet werden soll für die Bevölkerung, konnte man sich bewerben und im Endeffekt ist das Allmendekontor die Idee von 13 Gartenaktivistinnen aus verschiedenen Gärten von Berlin, die Idee halt eine sozusagen so eine Art Urban Gardening zu manifestieren, auch weitergehen, zu vernetzen. Wir sind also wie gesagt 2011 entstanden, explodiert innerhalb von Wochen, Tagen, über Nächten im Endeffekt. Jeden Tag, wo man hinkam, waren da 3-4 neue Beete entstanden. Wir haben Beetnummern, das sind ungefähr 260. Wir haben natürlich wesentlich mehr Beete. Wir wissen auch nicht, wie viele Gärtner wir haben, ob es 500 oder 800 sind. Also wir kennen nicht alle unsere Gärtner. Wir versuchen es immer wieder, das gemeinschaftlich zu lösen. Es ist sehr schwierig in der großen Fläche. Das Feld lebt jetzt auch mehr und mehr von dieser, also von dieser Öffnung, dieser Neuköllner Seite. Also wer dort jetzt in den Netzen, jetzt gerade wenn der Frühling wieder ausbricht, es sind Tausende von Besuchern da. Also wir haben mit einer ganz anderen Situation zu kämpfen, mit einem regelrechten Touristen-Hotspot sozusagen. Also die Gärtner rennen auch weg oder Frustrationsrate ist sehr groß. Man muss dazu sagen, das ist alles auf ehrenamtlichem Engagement basiert. Also wir organisieren uns und finanzieren uns selbst. Wir sind nicht gefördert, wir haben eine Anschubfinanzierung bekommen. Wir sind seit 1,5 Jahren auf Vereinsebene organisiert. Also das ist unser Schwerpunkt, also das ist unser Schwierigkeitsgrad, da langfristig halt Beteiligung zu gewährleisten, die das Projekt auch sichert, im Verhältnis zu dem, womit wir irgendwie konfrontiert werden da an der Stelle. Okay, soweit erstmal vielen Dank. Ich möchte noch dazu erwähnen für unsere internationalen Gäste, dass das Tempelhofer Feld früher der Zentralflughafen von Berlin war, bevor Tegel und Schönefeld eröffnet wurden. Herr Karol, Sie machen Qualitätsmanagement von Bildungsträgern. Bildungsträger, ja. Können Sie auch kurz was dazu sagen? Ja, gute Frage. ich probiere mal auf Deutsch. Auf Englisch ist das vielleicht besser, ist das für die anderen auch okay? Ja.
maybe in English. it's a good question, because very often when I present what I do, people have a perception of quality management which is linked to big corporations. When you think of it, education and quality follow the same methodology. With as an educator, you have a group of people, you design strategies to reach goals that have a better likelihood of being achieved if you set those goals with the people. And inside a company, as a quality manager, that's exactly what you're trying to achieve, is define the values for the company or the value addition processes. You want to set a goal common to every Abteilung or every department inside the company, and then you want to offer strategies that promote cooperation to reach those goals. It's basically, I like to define it as you know, quality management is the educational aspect of management. It's very much based on improving communication and providing tools for people to achieve best practices. So within an educational organization, what I would try to do is help this school or institution better identify what they're trying to achieve. Who are their beneficiaries? What are they doing, and who are they doing it for? If they're able to define this, then they're on the right path to achieve quality, because usually the first challenge to quality is having a common language as to what quality is. You know, if we're all here in the room from different cultures, different backgrounds, and if we're asked the same question, you know, how would you define quality? Or if we're giving a product or something to eat, and we're asked, you know, what do you think about this? Is it qualitative? Then we would probably come with a huge range of answers. And within organizations, it's the same problem. People have different ideas of the quality, and the best people to learn, the best people to get the definition of quality from, are actually the people you do the work for. So in a Bildungsinstitut, your learners are your Endkunde. And the more you focus on them, the more you listen to them, the better you come to understanding them and structuring your service provision so that it achieves their satisfaction. Because you may know this, but the common accepted definition of quality from a ISO international norm point of view, the definition of quality is providing service that meets the expectations of both the obligations, the legislative obligations, and the end beneficiary, the Endkunde. Okay, dann würde auch meine erste Frage, ich formuliere sie mal wieder in Deutsch, würde ich an Sie richten, denn es geht ja um ein E-Learning-Modul. Was Sie jetzt hier gesehen haben, was Sie so mitbekommen haben, wie es gelaufen ist, wie die Evaluation waren, wie würden Sie das als Qualitätsmanager bewerten, das, was wir, meine Kollegen und so, auf die Beine gestellt haben? Also Sie dürfen ruhig richtig kritisch was sagen. Yeah, bitte nochmal. If I understand correctly, the question is... Now, this is also e-learning platform. That's what we did, my colleagues right. from... what do you think about that, what we did, about our platform, what we did? How would you evaluate that? Good question. I didn't see much of the platform. Yes, the platform is a front end. It's an interface for the transmission of content. As such, the platform looked like a perfectly adequate tool
to provide learning material. Mm-hmm. The question I would ask as a quality manager is how much of this content is translating into knowledge, know-how, and also behavior patterns for the learners. It's very easy to provide content, but to make sure that the content has an effect in terms of learning, that's a bit harder to evaluate, of course. Most of the time, from what I've seen in the past, also as an e-learning designer, once we build a platform, I used to design Moodle platforms, once we provide the platform and we put content on it and we assign roles to monitor the students or to create the content or to assist students, and we distribute those roles around the institution, the Bildungsinstitution, we sort of forget that the whole point is to serve the learner. And we've worked so hard in providing content, providing the framework and the technical background or backbone, that we tend to forget that now the hardest part is adjusting our strategy as a function of the performance we see or the engagement level of the learners. If that makes sense. Okay, thank you so far. Vielen Dank erstmal. Eine Frage an Herrn Jatala. Hat jemand Zwischenfragen? Also das ist auch gerne willkommen. Nein? Gut. Es ist ja eine Zusatzqualifikation, die durch dieses Lernmodul erreicht werden soll. Also der Berater für nachhaltige Umwandlung im urbanen Raum. Wie sehen Sie denn, als jemand, der da viel mit zu tun hat, wie würden Sie die Berufschancen einschätzen für jemand, der so eine Zusatzqualifikation hat auf dem Arbeitsmarkt? Hätten Sie da eine Idee? Ja, für mich ist es ein bisschen schwierig, weil ich das Projekt nicht komplett verfolgt habe, da mir ein Urteil drüber zu erlauben. Aber vielleicht als ein Beispiel, wie die Uferfabrik sich gebildet hat. Das waren ja alles irgendwelche Leute, die irgendwelche Handwerkskollektive gemacht haben oder Foodcorp-Kollektive gemacht haben und so. Und die sind im Laufe der Zeit dann, haben sich zu Nachhaltigkeitsfetischisten entwickelt. Und das ist natürlich toll, wenn man solche Inhalte drauf hat und wenn man diese Nachhaltigkeit auf allen möglichen Lebenssituationen anwenden kann. Und wenn man so eine Breite hat, wie gesagt, die Nachhaltigkeit 4 Säulen, also wenn man alle 4 Säulen bedient und gleichzeitig kalibrieren kann, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und ich denke, die Berufswelt, die braucht sowas auf jeden Fall, sich breiter aufzustellen, eine breitere Basis zu haben und nicht nur so eine kleine Nische zu bedienen, was ja in den letzten 50 Jahren sich immer mehr etabliert hat, was jetzt aber, wie ich finde, bricht, weil das nicht mehr funktioniert. Immer besser werden, besser werden, besser werden, spezialisieren, spezialisieren. Da geht viel verloren und das haben, glaube ich, die Menschen begriffen, dass es noch sowas wie ich selber gibt, der nicht irgendwo nur eine Nummer und eine Zahl ist, sondern auch andere Lebensbereiche bedient. Und Nachhaltigkeit ist halt so was Breites in meinen Augen, so eine breite Basis. Und das ist für einen selber sehr wichtig und ich denke, für unsere Zukunft vor allen Dingen sehr wichtig, dass die Leute anfangen, breiter zu denken. Vielen Dank. Also, dass man interdisziplinärer denkt vielleicht und heißt nachhaltiger auch. Dass man, Sie sind also ein Gegner dessen, dass man sich immer mehr spezialisiert, dass jemand nur so mit den Scheuklappen durch die Gegend läuft und vielleicht nur den monetären Aspekt im Sinn hat. Sie sind mehr, wenn man das so überspitzt sagen würde, für jemand, der so die
eierlegende Wollmilchsau ist. Ich weiß jetzt nicht, wie man das übersetzen kann auf Englisch. Aber jemand, der nach allen Seiten hin offen ist und die vielen Bezugspunkte auch im Kopf mit vereinbaren kann und daraus was Sinnvolles hervorbringen kann. Jein. Also die eierlegende Wollmilchsau, das ist mir zu allgemein. Ich denke an diese Breite, dass viele Menschen zusammenkommen, dass man viel akzeptiert, viel toleriert, viel integriert. Je bunter wird das eigene Leben und ich denke, man in jedem Menschen steckt was Tolles und was Nachhaltiges und so. Und das zu finden und das hochzuheben, das bedeutet, man muss einfach breiter orientiert sein. Man kann nicht in seiner kleinen Sparte da arbeiten und jetzt, ich bin nur auf der Bühne, ich singe nur und alles andere geht mir am allerwertesten vorbei. Das geht nicht mehr. Also das macht mir auch keinen Spaß. Also dafür gibt es hier viel zu viele nette Menschen mit ihren Eigenheiten. Und wenn ich dann nur komme, ich singe dir jetzt was vor, das geht nicht. Dann möchte ich eine Frage an Frau Hensel richten. Sie haben ja wahrscheinlich mit Behörden zu tun. Und auf den Ämtern sitzen ja auch Menschen, die Fächer studiert haben, die hier mit so einem Zusammenhang stehen, sei es Architekten, Landschaftsplaner, ich weiß nicht, mit dem Naturschutz- und Grünflächenamt haben Sie vielleicht zu tun oder mit dem Facility Management. Wie sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen mit den Mitarbeitern? Ist denn das, was wir versuchen, jungen Absolventen oder arbeitslosen Akademikern zu vermitteln, meinen Sie, es ist wirklich ein großer Bedarf dafür da? Sind Sie da auf offene Türen gestoßen mit dem, was Sie dort machen auf dem Tempelhofer Feld? Oder mussten Sie da erst die Türen eintreten oder mit ein bisschen Gewalt öffnen? Wir sind ja mit unserem Projekt oder auf dem Feld als Pionierprojekt eigentlich im ständigen Austausch mit Verwaltung, Senat, Verwaltung eben Grün Berlin, also die Berlin-eigene Grünflächenverwaltung, was eine GmbH ist, also ein Wirtschaftsunternehmen. Genauso gut mit dem Bürgerbeteiligungsverfahren für diesen Volksentscheid, eben auch immer mit Senat haben damit zu tun. Und unser großes Problem dabei ist, dass wir halt von Verwaltungsebene, Politikebene, also auch wahrscheinlich aus der Größe heraus als eigenständiges Projekt angesehen werden und halt auch im Endeffekt wie ein ganz normaler Vertragspartner oder auch Wirtschaftsunternehmen. Wir sind aber eine Bürgerbeteiligung, wir sind halt ein Graswurzel Bewegung, wo alle irgendwie andere Meinung haben und vor allen Dingen auch dieses Verwaltungsdeutsch uns sehr schwierig macht oder beziehungsweise diese Verwaltungsebenen. Also da sind einfach zwei unterschiedliche da wird unterschiedlich kommuniziert und das ist halt immer so diese Gratwanderung oder dieses Schwere auch für uns, da sozusagen verstanden zu werden. Auch im Endeffekt werden wir auch ausgetrickst, beziehungsweise werden halt auch Verwaltung, also der eine macht A, aber B sozusagen, also es ist ein sehr schwieriger Weg. Also da kann man wirklich nur, man bräuchte halt immer wieder jemanden, der verwaltungstechnisch A, die Sprache spricht und da auch irgendwie durchsieht, kann ich nur sagen, für unsere Projekte. Also gerade was Vertragsverhandlungen geht, das zieht sich bei uns immer. Wir haben bis jetzt noch nicht den Vertrag für dieses Jahr unterschrieben. Einfach auch von diesem Verwaltungsdeutsch, was da in diesem Vertrag drin steht. Also da ist es gerade bei solchen Projekten auch immer ganz schwierige, also Balance zu finden zwischen Verwaltung, Politik und bürgerschaftlichen Engagement. Also einfach zwei unterschiedliche Sprachen sprechen. Also wäre es für Sie auch wünschenswert, wenn da mehr Menschen sitzen würden, die in Richtung Nachhaltigkeit denken? Also ich glaube, sitzen da schon auch Menschen, die sich dem annehmen, aber die sind halt, die haben immer wieder noch einen Chef oben drüber und also die können nicht selbst für sich entscheiden sozusagen. Also diese Hierarchien, die da sind, sind halt auch sehr behindernd, was jetzt, also einfach mal so Zugeständnisse oder dass man halt mal sagt, man macht jetzt, was man mündlich ausgemacht hat, das wird im Endeffekt auch, das wird dann halt so gemacht. Das ist, also ja, ich kann immer nur sagen, dass es halt ein sehr schwieriger Prozess ist, da sozusagen miteinander zu kooperieren oder auch ein grundsätzliches Verständnis zu haben.
Vielleicht sind wir da auch mit dem Feld auch noch eine ganz spezielle Situation, dadurch, dass es halt diese ganze Bebauung, das alles nicht klar ist, sozusagen. Sind Sie denn der einzige Verein, der da eigentlich so aktiv ist? Also wenn ich auf dem Tempelhofer Feld bin, dann fällt mir eigentlich nur, fallen mir die vielen Beete auf und ja. Unsere Kita, meine Kinder sind da auch oft bei Ihnen zu Gast und der ist ja auch, nee, der Garten wird ja, nee, die Fläche wird ja abgeschlossen nachts, ne, durch eine Sicherheitsfirma. Genau. Da ist es nicht so wie bei Frau Grün im Mauergarten, wo 24 hours, sieben Tage die Woche was los ist. Mhm. Jetzt so ganz am Rande, Sie haben ja auch gar keine Abgrenzung, wenn ich mich da so richtig erinnere. Mhm. Man kann da ja auch quasi mit dem Rad durch oder zu Fuß durch. Mhm. Wie ist es denn bei Ihnen mit Vandalismus oder Klauen, kaputt machen? Also Frau Grün sagte ja, sie hat da nicht so schlechte Erfahrungen bei sich. Naja, wir haben, also Vandalismus ist ein ständiges, ist präsent, aber man muss dazu sagen, also es hat sich vielleicht jetzt in den letzten 2 Jahren gelegt, weil der Garten mehr und mehr Präsenz oder Akzeptanz halt erreicht hat. Man muss aber auch immer wieder dazu sagen, für diese Größe und für diese Offenheit, also dass wir da 5 Jahre lang Tomaten öffentlich gärtnern und sie doch, also die Beete im Endeffekt bestehen, ist schon unglaublich. Also dass dieses Experiment geglückt ist, Reclaim the Commons, also einen öffentlichen Raum zu bewirtschaften und so ein Projekt zu erhalten, ist sehr herausragend. Also insofern, wir haben Vandalismus, aber es ist jetzt nicht das, ist kein Hauptproblem. Aber wenn wir das weglassen, dann sind wir eigentlich alle gleich und können total toll zusammenarbeiten und super Ergebnisse erzielen. Okay. Aber das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber soweit sind wir zu früh, obwohl ich möchte es auch gar nicht mehr so lange machen. Sie möchten noch was? Nee, normalerweise diese internationalen Normen fördern der Gleich. Gleichstellung oder they make it possible to work in the same way. If international teams are hindered by norms because of the level of administrative obligations that come with them, then that's the responsibility of the quality manager to do a much better job of building cooperation and providing the tools that help everybody understand that the norm, in whatever language you're using it, applies in the same way, and you know, and the three pillars of sustainability are four culture, you know. So the four pillars of sustainability are aimed at. Yeah. So before I'm going to end this discussion, I would like to. Ich spreche schon wieder Englisch. Ich möchte Ihnen zuletzt eine letzte Frage stellen, aber ich möchte kurz nochmal die Diskussion öffnen. Hat vielleicht aus dem Publikum noch jemand was anzumerken oder möchte was sagen oder fragen? Ja, soll ich. Eine Definition, wie das, was das Lernen ist. Dass das Content muss, der Namensmuster werden, dass das eine von den Zielen ist. Ja. Und Werner meinte, dass diese Nachhaltigkeit eine Attitüde ist. Und ich frage mich, wie wird Content, gibt es irgendwelche Methoden, wie wird Content zu Behavioral Pattern? Wie übernimmt man das? Was hat man dafür Methoden, das zu fordern? Gute Frage. Die in English, if you don't mind. I think the magic word that I've never been able to translate in English, though in French it's a perfect word, it's accompagnement. Auf Deutsch Beteiligung. Ja. Ja. In the definition of pädagogue. It's the person that walks with the learner. You know, the Greeks had this definition that a pedagogue was actually the person that
help the kids walk back from school. So pedagogy should actually be the science, the practice of helping someone become autonomous. Content is the quantitative and qualitative inhalt that that as a teacher you're providing for your learner. But I think content is secondary. What's really important is the technicity or the methods that you employ. And there are no magic rules that are applicable to every culture. I remember reading a study a long, long time ago about how Mexican children from Mexican origin in the States had much poorer performance levels at school. But in fact, in American schools, Anglo-Saxons have a way of teaching which is based on competition. You're trying to create environments where students compete so that they outperform each other and outperform themselves to go from what they're taught to who they become. And in fact, it turned out that children from Hispanic origins needed much more closeness with the teacher. They needed more maternity in the way the inhalt, in the way the content was provided to them. Because without trust, you can't really communicate an idea or you can't convince somebody that what you're trying to teach him makes sense. So I think content is secondary. What's really important is knowing who your learners are, what they need. I mean, not what they need in terms of content, but how they need to be taught. So are they more comfortable with one-on-one? Are they more comfortable if the teacher completely walks out of the project and lets them build it? So being aware of these public-specific needs is really what helps a good teacher or a good learning institution transform content into skills and later into behavior patterns. And really, there are thousands of techniques you can try, but if you choose the wrong one for the wrong audience, or if you choose the right one for the wrong audience, you need to adapt fast. And I think the biggest challenge in education today is supporting teachers to react, to have an adaptive teaching method that corresponds to the learning needs. Well, if your objective is to create people, citizens, who are able to communicate, collaborate, and not what's happening soon in France with the elections is people voting against each other instead of voting towards something. If that's not your objective, then education makes little sense. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Absolutely. Yeah. It's always a question of energy efficiency, because the lowest energy is when you get in resonance. So when the teacher is in resonance with the children, there will be knowledge flow without any energy. So resonance is. In the chemical stuff, they have catalysator mm-hmm. to react, and in life it's love. So. Vielleicht so wie Kinder von dem Vater lernen, von mir oder von der Mutter oder Verwandten, vielleicht in dieser Art und Weise. Gut, der Nachmittag neigt sich dem Ende zu. Ich habe nur noch eine Frage, die ich an Sie alle drei stelle, und ich. Vielleicht können Sie die ganz kurz beantworten. Was
nehmen Sie von der Veranstaltung mit? Was fanden Sie gut? Was haben Sie vermisst, Frau Hensel? Also ich... Oder was haben Sie erwartet vielleicht? Also ich habe, wie gesagt, ich hatte keine Vorstellung von der Veranstaltung. Ich muss jetzt, also durch die einzelnen Beispiele muss ich sagen, also dadurch, dass ich aus der Urban Gardening in die Szene komme und wenn Veranstaltungen zu Nachhaltigkeit, dann ist es hauptsächlich ökologischer Natur. Mir ist jetzt bewusst geworden, dass Nachhaltigkeit noch ganz andere Komponenten hat, also das nehme ich mit und dass man vielleicht auch mittlerweile, also dass wir Projekte, die nachhaltig sind, gar nicht mehr als nachhaltig wahrnehmen, weil wir mittlerweile von diesem Begriff Nachhaltigkeit so dermaßen überbordet werden, dass man das vielleicht auch nochmal wieder lernen sollte, das nehme ich mit. Ja. Und vielleicht auch nutzbar für das, was Sie tun in Ihrem Gartenprojekt? Ja. Also gerade auch dieses Gemeinschaftsgarten ist vor allen Dingen was Soziales, also diese soziale Nachhaltigkeit. Ja. Alex? Die Frage ist, welcher Wert von dieser Runde genau. Nehme ich zurück mit? Ja. Gute Frage. Ich habe... Oh, sorry. I don't want to give you a headache. I'll try in English. I really enjoyed the illustrations we've had and the energies that have come from these various projects across Europe. I'm a huge believer in Europe and a huge believer in adult or lifelong learning. and one thing that I think we missed a little bit from the collective is a stronger link between Bildung or education, because honestly, when I came here, I didn't exactly know what to expect either. I saw Erasmus Plus, bin ich sehr interessiert. European Union, European Program, super. Bildungs und bla bla. And then it seems like next to it was sustainability. But again, both education and sustainability are a product of culture and they serve culture. So I think making a closer link, I had a sense of it through the ganze Tag, but I think it's a point that conceptually I would have loved to see a bit more being raised a bit more or made more obvious. I don't know if any of you felt the same way. What I would have liked to see a little bit more made obvious was the link between education and sustainability. If we want a sustainable society, a more just society, a more eco-friendly society, we need to educate not just schoolgoers but professionals, and it's a long process that doesn't necessarily guarantee that it's going to work, but if you're doing an interdisciplinary project and you're looking at indicators of your own performance, then you're on the right path for continuous improvement. And this is my perception, my point of view from a quality perspective. Was ist sinnvoll gewesen für Sie? Was haben Sie vermisst? Und Sie sind ein Mann für ein schönes Schlusswort, das habe ich schon. Oder müssen Sie auch nicht? Okay, for me, can I say two sentences? Yes, okay. But you can also speak German, because also übersetzt. Also, er hat auch, glaube ich, einen Kopfhörer oder so. Ja, ja. Was wollt ihr? Deutsch oder Englisch? Englisch. Okay. So, for me personally, there are two facts. One fact, 10 years ago I started to work together with South and West Europe
people from Spain, from Portugal, or north from Denmark and so on. And 1 year ago, I said, oh, Werner, there's another European partners in the east part, and I never have been there. And suddenly there was an invitation to Croatia a year ago, and I have been there, and now I saw people from Romania and from other. So it's growing. My life is growing. I'm going older, but my experience are growing, and this is very, very, very good. And I see that many people think about sustainable things, even they don't really do it in my definition, but I think from this day on, all the projects people will do, they do it with four columns and calibrate them all, that the sustainability can be very stable on top of it. So calibration is also a part of resonance. Mm-hmm. So I'm glad to be here. Although there were plastic, I don't like. But okay. Yes, I'm happy. Thank you. Also, thank you very much. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle hier waren, dass Sie so lange durchgehalten haben, dass Sie die kleinen Missgeschicke ertragen haben, die hier passiert sind, dass der Techniker zu spät kam, wofür er nichts kann und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt keine weiteren Fragen haben, dann möchte ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich nochmal recht, recht herzlich und ich denke mal, ich übergebe nochmal an meine Kollegin, Frau Jennifer Schäfer, meine liebe Kollegin. Vielleicht auch noch ein paar Worte zum Abschluss sagen möchte. Also vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause oder wohin immer Sie hin möchten. Ich übergebe nochmal an Jennifer Schäfer. Genau, auch von mir nochmal ein ganz, ganz großes Danke und vor allem nochmal ein riesengroßes Entschuldigung für die technischen Probleme. Wie gesagt, der arme Techniker kann nicht dafür, das geht alles aufs Hostel zurück. Ist jetzt nun mal so, ich denke, bei jeder Veranstaltung passieren unerwünschte Dinge. Dafür haben wir auch einen ganz spontanen, super spannenden Redner dazu gewonnen. Ne? Also so ist das Leben, das ist halt alles ständig im Fluss, ein Prozess. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir hoffen, Sie nehmen etwas mit, was Sie für sich auch nutzen können. Und wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Danke. Tschüss.